Ja, meine Freunde, hier ist Robert Görtz-Matuszewski, The Facility Manager hier im Deutschen Bundestag. Ich möchte jetzt erstmal, also Freunde, ich habe ja wieder einen tollen handgeschriebenen Brief bekommen, nachträglich zum Geburtstag, liegt aber nicht am Versender. In diesem Fall an Ulrike und Achim. Danke, ihr zwei Hübschen und Lieben. Es liegt an der bösen Post, ja, die zu spät zugestellt hat. So sieht es nämlich mal aus. Unter anderem, juhu, habe ich hier was ganz Tolles hier, ja. Zusammenhalt, also muss man erstmal drauf kommen. Hier, Zusammenhalt steht da drauf, hier. Und das ist Zusammenhalt, ja. Und da steht auch ganz, ganz toll süß drin, mit Liebe gemacht von Ulrike. Freunde, ist das schön? Ja, da kann man was reinmachen, was Tolles. Und dann kann man Zusammenhalt beweisen. Und das ist auch Tatkraft. Und Ulrike, vielen, vielen herzlichen Dank. Und da waren auch Leckereien bei, juhu. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank. Und so starte ich doch gerne mal an eine Sendung mit Dank. Ich bin nämlich ein großer Freund des Dankens. Ich habe gleich noch zwei, drei andere Menschen, denen ich danken möchte. Jetzt danke ich erstmal euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und wer noch nie hier eingeschaltet hat und auf diese Thumbnail oder wie das Ding heißt, auf mich gestoßen und denkt, was ist das denn für ein Spinner? Ja, ich habe einen Schatten. Ja, ich bin kein Spinner, ich habe einen Schatten, denn ich arbeite im Bundestag. Ich bin linksstaatlich und zivilcouragelig. Und Freunde, das ist mein fünftes Video heute. Ich bin echt platt, ist wirklich wahr, weil das Video von YouTube, was ich gerade gemacht habe, ist wieder weitaus länger als 30 Minuten. Ich mache es heute mal ein bisschen kürzer, aber in der Kürze liegt die Würze, Freunde. In der Kürze liegt die Würze, ja, so. Und weil ich würzig bin, starte ich jetzt direkt gleich mal durch. Und ich möchte mal würzig danken Irene Seidel. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Karin Materna von Herzen. Und Helmut und Christa Schmidt, was soll ich sagen? Danke, danke, danke. Und auch der lieben Familie Regina und Gunther Buschmann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und hier hat jemand ein Zuschauerin, was auch immer, Blitzamnesie ist, man schreibt etwas oder sagt etwas und hat vergessen, was man da gerade gesagt hat. Ja, er zum Beispiel hier, und zwar Helveriam 5503, schreibt, wer keine Ahnung hat, einfach mal die, er schreibt Kresse, aber er meinte Fresse halten. Schön, wer keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Dann kam seine Blitzamnesie und er hat trotzdem was gesagt, nämlich selten so viel Unsinn in einem Beitrag, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, schön, ja, man möchte mutmaßen, dass dieses Wesen hier in seinem ganzen Leben noch niemals aus seiner Höhle vor die Tür oder sonst wohin getreten ist. Ja, der hat gerade erst die Augen aufgemacht, weil er hat in seinem Leben noch nie Unsinn gesehen. Ja, und schon gar nicht so viel. Ja, ich sage, komm mal in den Bundestag, dann wirst du überrascht sein. Schleimfrei schreibt mir an dieser Stelle, danke hier. Übrigens, die Ansiedlung von Intel in Magdeburg kostet 9,9 Milliarden Euro Steuergeld. Sehr schön, da zahlt man gerne Steuern. Herzinfarkte steigen weiter aufgrund einer gewissen Spritzung, aber egal, ja. Und in England gibt es eine Kochshow, ich habe darüber detailliert auf YouTube berichtet, kommt bitte auf YouTube, Link hängt hier drunter. Da gibt es eine Kochshow, wo der Star, der größte Kochshow überhaupt, wo der Star sagt, hier, man kann, ist wirklich wahr, menschliches Gewebe wird im Labor zu Fleisch gezüchtet und man kann dann aus menschlichem Gewebe gezüchtetes Steak essen. Und dann hier, ist uns ja schon positiv aufgefallen, Antonio Guterres, der alte weiße Mann, der noch älter aussieht, als er ist, ja, und noch weißer, als er ist. Und dieser Herr Guterres, der gesagt hat, es gibt keine Global Erwärmung, Global Warming mehr, es gibt jetzt Global Cooking, ja, globales Kochen. Wirklich wahr, hat er gesagt, ja, egal. Jedenfalls, der hat jetzt gesagt, also Hiroshima, Nagasaki, wir trauern, alles ganz schlimm. Er hat allerdings vergessen zu erwähnen, wer die Bomben abgeworfen hat, ja. Es waren die Nazis, ja, es waren die Nazis. Die haben Hiroshima und Nagasaki bombardiert, jetzt wissen wir es. Denke ich doch mal, oder? Ja. Dann hier. Frauen tragen jetzt vermehrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln XXXXL T-Shirts, weil sie wollen nicht begrapscht werden und nicht als Sexobjekt gesehen werden. Freunde, trag doch gleich die Burka. So, wenn du die Katze nicht rauslassen kannst, weil sie möglicherweise Polen überfällt, den verstehe ich nicht. Aber die Katze ist niedlich, oder? So ein Kätzchen hätte doch jeder von uns gerne, oder? Juhu. Och Gottchen, ist die niedlich. Ja, ich würde sie rauslassen. Schön. Wir erleben eine Diktatur des Kleingedruckten, schreibt die Blödzeitung und zitiert damit Regelwirrwarr, Firmenchefs schlagen Alarm. Besitzung sagen, wir erleben eine Diktatur. Richtig. Aber nicht nur des Kleingedruckten. Aber dazu böse Zungen. I don't accept science from people who claim a man can be a woman. Ich übersetze mal simultan. Ich akzeptiere Wissenschaft nicht von Leuten, die behaupten, ein Mann kann eine Frau sein. Verstehe ich nicht. Menschen, die in ländlicher Umgebung leben, werden in Smart Cities umgesiedelt. Ja, die Landwirtschaft wird verstaatlicht und das Verbot von Naturheilmitteln und Naturheilverfahren wird eingeführt. Und jetzt blinkt meine Kamera. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass das der Akku ist. Ich mache einfach weiter, oder? Das ist der Akku. So, dann haben wir noch eine schöne Nachricht hier.
Ja, die Antifa erklärt AfD-Politiker in Hessen für vogelfrei. Und das bedeutet, die Adressen der Politiker wurden in Hessen veröffentlicht. Das heißt, die Antifa sagt hier, macht ihnen das Leben zur Hölle. Freunde, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. So, letzte Nachricht. Parteien stellen sich hinter Verfassungsschutzpräsident. Finde ich gut. Das gefällt mir. Und allerletzte Nachricht. Jetzt kommt sie. Ford macht Verlust, und zwar Milliardenverluste mit Elektroautos. Gott sei Dank verkaufen sie auch noch ein paar Verbrenner und dadurch konnten sie den Verlust wieder ausgleichen. Ich habe ja gesagt, es wird kurz heute. Die ganze Version seht ihr auf YouTube. Kommt bitte auf YouTube. Einige Highlights auch auf Telegram. Die Links hängen hier drunter. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Bleibt standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Lasst uns zusammenhalten. Und wenn ihr meine Arbeit mögt, danke ich euch für eure Unterstützung. Es motiviert mich und es hilft mir. PayPal und Konto hängt hier drunter. Und jetzt grüßt euch meine Truppe und Martina und ich bin weg. Ich hab euch lieb. Es blinkt noch. Kann ich ja schnell noch sagen, wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Denn wir brauchen euch. War aber so ein Schnellschuss heute, oder? Ich habe ja gesagt von Anfang an, ich mache nicht so lange. Irgendwann ist da, geht nicht mehr. Ja, und dann blinkt auch noch die Kamera. Ja, also irgendwann ist aber auch mal gut. Ja, ich habe halt viel gedreht heute schon. Wenn ihr wüsstet, ja. Ich rede jetzt so lange, bis aus ist. Und dann bin ich weg. Aber noch bin ich da. Am Wochenende gibt es Spezialoperationen. Da werden 3 Videos gedreht mit einem AfD-Politiker. Da fahre ich ins Umland. Weit weg, aber doch nicht zu weit. Oh, da wird 3 verschiedene Videos, ja. Die kommen dann auch. Ganz was Besonderes, was Neues. Seid gespannt. Und Sonnabend kommt wieder Heiko Schrank, Friedrich Krüger und Claudius Fabich. Ja, aber der kommt dann bei Friedrich Krüger auf dem Kanal. Und bei mir auf Telegram. So. Also das ist wirklich eine Insider-Sendung heute. Also irgendein Neuzuschauer wird denken, oh ja, was ist das denn für eine Figur? Ah, ist egal. Es ist mir egal, ja, es ist mir egal. Hauptsache ihr versteht mich. Also meine Stammzuschauer, ja. Also ich freue mich auch über neue Zuschauer, so ist das nicht, ja. Aber sie sind halt keine Stammzuschauer, die müssen sich erst verdienen. Gut, ich bin weg. Ich mache jetzt aus. Es ist gut. Jetzt knarre ich noch gegen Putin. Wir knarren nämlich hier gegen Putin, ja. Jedes Mal, wenn ich knarre, zuckt der zusammen im Kreml. Also wenn das noch ein Zeichen, ja, jetzt fällt er gerade vom Stuhl im Kreml. Wir ölen nämlich nicht. Nicht ölen gegen Putin. Ich bin jetzt weg. Ich hab euch lieb. Macht das gut. Wie gesagt, die gesamten Nachrichten auf YouTube. Link hängt hier drunter. Ja. Auf euer Wohl. Und es sind Hammer-Nachrichten.